Ich lade meinen Ballermann und baller dann auf alle, Mann. In deiner Bande, Motherfucker, bänge deine Mama vor der Kamera. Der Kanada, keine Ahnung, mit der Kanada ist weg. Es ist Kollega, der Boss. Und damit willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einer neuen Challenge. Heute gibt es die Mega Pack Challenge, wie ihr schon im Titel lesen könnt. Und das Ganze, ja, ist quasi gesponsert von EA heute. Und zwar durch das Freeset, was wir alle bekommen haben, was mir vorhin eine halbe Stunde meiner Zeit gekostet hat, weil die Server irgendwie nicht so wirklich klargekommen sind damit, dass irgendwie mehrere Leute dieses Pack haben wollten und abholen wollten und der Shop irgendwie überlastet war und allgemein die Server nicht funktioniert haben. Was nicht so schön ist, aber von mir aus, wir werden dieses Mega Set heute öffnen, daraus ein Team bauen, zumindest wenn 11 Spieler zusammenkommen. Ansonsten werden wir nochmal ein Goldset dazuziehen. Und mit diesem Team werden wir dann, egal was für eine Chemie ist, halt versuchen, ein Spiel zu gewinnen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann, naja, wird das ganz schön übel enden. Aber ich hoffe, wir schaffen es. Und wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben. Da ist noch ein bisschen was anderes. Das ist ein Bonusvideo. Wird jetzt nicht besonders großartig werden. Aber es hatte ich einfach mal Bock drauf. Keine Ahnung. Also wenn es euch gefällt, Daumen nach oben, würde ich mich selber freuen. Random in der Videobeschreibung für weitere Packs. Also PSN-Guthaben, Microsoft-Guthaben oder auch FIFA-Coins. Und Instagram ist da auch unten drin. Also auf jeden Fall könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Gut. Warum kommt kein Pass in letzter Zeit? Relativ einfach zu erklären. Guck mal bei Alex Pato vorbei. Ich packe den Link in die Videobeschreibung, wenn ich sie vergesse. Der hat erklärt, warum das ganze System Pay to Win ist, dass es einfach keinen Spaß macht, das Spiel zu spielen, weil jeder Ronaldo, Götze und so weiter und so fort, weil ich kein Geld da rein investiere, ist das Spiel für mich einfach geschmacklos, beziehungsweise sinnlos momentan und deswegen spiele ich es nicht. Versteht das bitte. Es wird auf jeden Fall irgendwann wieder Pro Evo kommen, aber momentan macht das einfach keinen Spaß. So, wir öffnen das Megaset. Ich hoffe, dass wir was Gutes drin haben werden. In Untradable Sets habe ich nie Glück, außer den von Benteke, den ich mal gezogen habe. Mal sehen, wer es diesmal werden wird. Immerhin Andrea Pirlo, was gar nicht mal so schlecht ist. Garay, Boateng, Sam Olave, was ein sehr interessanter Spieler ist. Smalling, Baumann, Cater, vielleicht noch irgendein Duplikat, was ganz schön wäre. Immerhin Philippe Melo und Naldo, was an sich, ja, gar nicht mal so schlecht ist. Haben wir überhaupt einen Stürmer? Ich glaube nicht, oder? Wir haben keinen Stürmer. Wir haben nur, ja, okay, doch, wir können, ja, daraus kann man auf jeden Fall was machen. Gut, wir speichern das alles im Verein und dann schaue ich mal, was ich aus diesen Spielern machen kann. Melo, Crescito und Naldo habe ich anscheinend alle schon als Duplikat bzw. allgemein drin. Schauen wir gleich mal nach. Und dann bauen wir mal ein Teamchen auf. Und zwar müssen wir das Ganze im 4-3-3-5 machen, weil wir keinen Stürmer gezogen haben. Aber das ist nicht so wild. Wir nehmen als linken Flügelspieler Balde Diao Keita, den wir gerade gezogen haben. Als rechten Flügelspieler nehmen wir den suspendierten Sydney Sam. Wir haben allgemein zwei suspendierte Spieler gezogen. Wir haben nämlich lustigerweise auch noch den Kevin Prince Boateng mit dabei. Der ist aber zentraler Mittelfeldspieler, wird bei uns als Zehner fungieren, beziehungsweise als Mittelstürmer. Da ist er. Pirlo haben wir dann noch gezogen, was auch an sich ganz schön ist. Wen hatten wir da gerade noch drin? Vielleicht irgendein Sechser, ja, Melo war das, ne? Einen anderen Sechser, Achter glaube ich nicht. Zentral offensiver Mittelfeldspieler, wie sieht es da aus? Hat man da irgendwen drin? Auch nicht. Das heißt, da müssen wir irgendwann improvisieren. Innenverteidiger hatten wir auf jeden Fall den guten Smalling, da kann ich mich dran erinnern. Und Naldo, gut, Smalling können wir dann ja auch nochmal daneben stellen. Olave könnten wir auch noch benutzen, je nachdem. Links hatten wir Crescito, den werden wir da auch benutzen. Rechts hatten wir, glaube ich, gar keinen, was nicht so schön ist. Waren das überhaupt 11 Spieler? Ich glaube nicht. Baumann im Kasten auf jeden Fall. Wir öffnen nochmal ein Set und hoffen, dass wir einen Rechtsverteidiger und einen zentralen Mittelfeldspieler drin ziehen werden. Schauen wir nochmal nach, was uns da so erwarten wird. Ich bin mir relativ sicher, dass es nicht 11 Spieler waren, sondern weniger. Bin mir jetzt aber auch nicht mehr ganz so schlüssig. Wir ziehen auf jeden Fall hier Maximovic, der notfallsweise da spielen kann. Und Rossi, der im zentral-defensiven Mittelfeld aktiv sein kann. Von daher passt das einigermaßen. Wir packen auch das alles in den Verein rein. Und discarden dann die Mrs. Neufeld, ja, die deutsche Physiotherapeutin. Und gut, dann kommen wir mal dazu, dass wir hier jetzt, wie machen wir das jetzt? Smalling 78 Tempo, Maximovic ist nicht ganz so schnell. Aber den stellen wir jetzt einfach mal hier, glaube ich, hin. Oder nehmen wir Maximovic? Ich glaube schon. Hat natürlich jetzt auch keinen Link so wirklich, aber das ist jetzt mir ehrlich gesagt egal. Da müssen wir jetzt aber noch improvisieren, denn ich glaube, es ist besser, wenn ich Melo hier hinstelle und dann, auch wenn das weniger Chemie gibt, Rossi auf die Sechser-Position. Ist natürlich aus der Liga BVA, aber das ist jetzt nicht so schlimm. So, gut, hat man noch irgendwen gezogen? Ich glaube nicht. An sich ist das Team relativ solide. Boateng werde ich mal umformen zum zentraloffensiven Mittelfeldspieler. Beziehungsweise zum Mittelstürmer gleich, wenn ich Karten habe. Habe ich 17 Stück von daher nicht so schlimm. ZOM zu MS haben wir hier, wunderbar. Und dann haben wir immer mit 64 Chemie. Ich packe noch einen Manager dazu, haben wir gerade wen gezogen. Dann nehmen wir auch keinen. Ich weiß nicht, ob wir ihn gezogen haben. Wenn, dann müsste er ja untradable sein. Das heißt, er wäre ganz, ganz hinten hinter den anderen Trainern hier. Aber es sieht nicht so aus. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, suche ich mal einen Gegner. Das wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Maximovic mit 2 Chemie. Melo mit, 3. Egal, wir kriegen das schon hin. Suchen wir mal einen Gegner.
So, Freunde, AAA heißt das Team Triple A quasi. Und es ist ein Triple A-Titel. Es ist nämlich Marco Reus mit Cuadrado, mit Marcelo, mit Khedira, mit Basali, Cáceres in Form und Chiellini, Handanovic, Borja Valero, Gündoğan. Und habe ich Khedira und Schürrle schon genannt? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall nicht so easy, aber wir müssen natürlich diese Challenge gewinnen. Und von daher schaffen wir das bestimmt. Oh, Sam direkt mal mit dem ersten schönen Versuch. Ich hatte übrigens noch Garay gezogen, wenn ich mich recht erinnere, ne? Habe ich jetzt nicht mit reingenommen, aber ich glaube zumindest, dass ich ihn gezogen habe. Da ist Keita! Near Post nicht OP. Zumindest nicht mit Balde Diao Keita. Schade eigentlich. Boah, Tank stand gerade nicht in der Mitte. Das finde ich nicht so schön, aber da ist Sam. Jawohl, jawohl, jawohl! Boateng lädt seinen Ballermann und Ballermann. Das war jetzt richtig schlecht, ne? Müssen wir nochmal besser irgendwann machen. Das müssen wir irgendwann mal besser machen. Das geht mir seit wirklich Tagen nicht mehr aus dem Kopf, dieser Double-Time von Kollege aus dem Lied für immer. Ich habe eine Idee. Jetzt fault den Jungen doch endlich. Oh, ist das unfair. Och, Mann. Was jetzt? Abseits. Oh Mann, der hätte auch mal ruhig sitzen können. Ich meine, wenn schon irgendwie der Ball nicht durch einen Freischuss rein will, dann kann er wenigstens so schön reingehen. Komm, faul mich, faul mich, faul mich, faul mich doch endlich. Oh Mann, ich will doch nur einen Freistoß haben, komm schon. Aber momentan macht mein Gegner noch so ein bisschen... Oh, jetzt kommt... momentan macht mein Gegner so noch ein bisschen das Bremen gegen Bayern. Also er hat noch nicht ein einziges Mal in Richtung meines Tores geschossen. Von daher, solange er das nicht macht, kann ich ja meine Spieler nicht verlieren. Also, bin ich da relativ tiefenentspannt. So, Sam, pass mal auf. Du tust das jetzt, weil Schalke dich nicht mehr haben will. Aber ich will, dass du jetzt ein Tor machst. Ja, sehr schön. Und dann ist Boateng da und das war nicht schön. Aber gut. Das Problem ist so ein bisschen, ich weiß, dass er ein Tor schießen kann und er hat die Spieler dafür. Aber momentan macht er es noch nicht. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht jetzt wieder über Boateng und jetzt der Ball auf Sydney Sam, aber der ist wieder nicht schnell. So, Freunde, das Spiel ist vorbei. Ein sehr unspektakulärer 1:0-Sieg. Allerdings ein total ungefährter 0:1-Sieg. Okay, sagen wir mal, diese eine Chance gerade von Schürrle am Ende, die war kritisch. Aber sonst wirklich sehr, sehr gut. Hatte ich nicht so erwartet. Leider kein Freistoß gehabt. Leider ist Pirlos Ball nicht reingegangen. Leider hat Sam kein Tor geschossen. Aber Boateng, das heißt der quasi ungewollte Schalke-Spieler, bringt uns hier den Sieg. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich darf meine Spieler behalten, worüber ich mich natürlich auch irgendwie freue. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wie gesagt, würde ich mich extrem über freuen. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann werde ich das in Zukunft nicht mehr machen. Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Null Schüsse, jawohl, Bremen 2.0. Bis zum nächsten Mal, wunderschönen Tag noch, haut rein und ciao.